So, willkommen zu einem neuen Video aus meiner kleinen Holzwerkstatt. Und heute bauen wir was Geniales. Heute bauen wir einen French Cleat Halter. Und zwar einen French Cleat Halter für die Tauchsäge. Und wenn dich das interessiert, wie genial und einfach die ist, dann bleib dran. Die Genialität der Sache liegt ja meistens im Einfachen. Es liegt ja nicht im Komplizierten und Schwierigen, sondern es liegt im Einfachen. Und wir bauen uns heute einen French Cleat Halter, der wirklich einfacher nicht geht. Ja, also einfacher kann man den nicht bauen. Was wir brauchen, ist dieses Stück 12 mm Multiplex. Das hat auch zufälligerweise in meinem Regal schon die Größe, die ich brauche. Und wir brauchen noch mal ein kleines Stückchen Multiplex. Auch 12 mm und das werden wir bearbeiten. Und mehr braucht es jetzt wirklich dann nicht. Ein bisschen Leim vielleicht noch, okay. Wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich mit einer Bosch Tauchsäge arbeite, mit einer GKT 55 GCE. Das ist das aktuelle Modell, glaube ich. Und für diese Säge wollen wir heute einen French Cleat Halter bauen. Das Ding in der Schublade ist meistens. Ja, ein bisschen unhandlich. Man muss sie rausziehen, Schublade auf, das Ding rausziehen, nimmt Schubladenplatz weg. Wir haben eine French-Gliedwand und da soll das Ding dran. Wie wir das machen, mit einfachen Werkzeugen, das zeige ich dir jetzt. So, ich habe ja gesagt, die Grundplatte bleibt gleich. Ja, also die werden wir nicht verändern. Die große 12 mm Multiplexplatte werden wir nicht verändern. Das kleine Stück werden wir verändern, sonst nichts. Und da werden wir hier nur zwei Nuten rein oder zwei Falze, nicht Nuten, Falze anfräsen. Das könnt ihr mit der Tischkreissäge machen, das könnt ihr mit der Oberfräse machen, das könnt ihr mit der Kappsäge machen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir machen es heute mit der Kappsäge. Ich habe dazu meinen Kappsägentisch aufgebaut, den verlinke ich dir mal da oben, wie ich den gebaut habe. Und die stellen wir uns jetzt mal ein und dann schneiden wir hier zwei Falze dran. Aber das wird wahrscheinlich ein relativ kurzes Video werden, weil dieser French Cleat-Halter so schnell geht. Und so einfach ist, dass eigentlich das Video gar nicht lang sein darf oder kann. Auch an der Kappsäge kann man Falze schneiden. Und dazu braucht es einfach diesen Tiefenstopp hier. Das heißt, hier gibt es eine Möglichkeit, den Arm in der Tiefe zu begrenzen. Und das geschieht dadurch, dass man einfach diesen Hebel nach rechts drückt und damit läuft quasi diese Schraube hier auf dieses Blech auf. Was gleichzeitig bedeutet, dass eben der Arm nicht weiter runter kann. Ihr seht's. So, ich habe mal dieses Brettchen so ein bisschen vorbereitet, wie ihr seht. Und zwar nehmen wir hier von jeder Seite, fräsen wir einen Falz dran, jede Seite. Der ist hier so tief, dass unten noch 5 mm stehen bleiben, also wir nehmen 7 mm raus in dem Fall. Und hier wird er 10 mm rein geschnitten und hier 4 mm reingeschnitten. Das sind so die Größenordnungen, wenn ihr eine GKT habt, also wenn ihr eine Bosch-Tauchsäge habt, wenn ihr eine Festool habt oder eine Makita oder Scheppach oder sonst irgendwas, dann müssen die Maße gegebenenfalls anders sein. So, für den French Cleat Halter machen wir uns nämlich eins zunutze. Und zwar hat die Bosch da vorne und aber auch hinten, das seht ihr hier auch, hier hat sie so ein, ja, wie so ein kleiner Vorsprung, wie so ein kleiner Steg, der nach vorne steht. Und diesen Steg, den machen wir uns zunutze. Und diese Höhe von dem Steg, das heißt also, wie hoch der ist, das ist quasi die Bezugskante oder beziehungsweise die Bezugsgröße, wie tief, dass wir diesen Falz ausfräsen. So, wir stellen jetzt die Fräse beziehungsweise die Säge ein. Das heißt, wir gehen jetzt mit dem Sägeblatt nach unten. Und ihr seht, das wäre jetzt schon viel zu weit. Das heißt, wir gehen jetzt so weit hoch, bis der Zahn, der niederste Zahn, dass der gerade noch so die Linie berührt. Ihr seht, so klappt das. Und jetzt fräsen wir bzw. sägen wir.
So, also ihr seht, Falzerschneiden an der Kappsäge ist überhaupt kein Problem, geht ratzfatz. Und ja, ich habe jetzt mittlerweile diese Leisten auch nochmal auseinandergeschnitten und jetzt kleben wir die auf die große Platte auf. So, die erste Leiste ist trocken und jetzt setzen wir die Säge ein. Ja, wir setzen die Säge, das ist jetzt der untere Teil oder das ist die untere Seite von der French-Gliedhalterung. Jetzt setzen wir die Säge ein. Die schieben wir jetzt ganz nach unten, so dass hier der Falz quasi die Säge aufnimmt. So, ganz ranschieben und so sitzt die auch, wenn ihr dann das Ganze an der Wand habt. Jetzt nehmen wir die zweite Leiste, setzen die oben an und setzen die nur so weit rein, ja, also nur so weit rein, dass hier das Ganze, dass der Falz quasi 1,5 Millimeter diese obere Leiste der Säge abdeckt. So. Und jetzt halten wir das fest und jetzt probieren wir, ob wir die rausnehmen können, die Säge. Das heißt, dazu schieben wir sie nach vorne und heben sie hinten an. Und jetzt kann man sie rausziehen. Ihr seht's. Und so wird sie auch wieder reingesetzt. Ihr schiebt es also rein. Dann drückt ihr sie, die Säge an die French-Gliedhalterung dran und lasst sie los. Und dann sackt sie da unten in den Schlitz rein oder in den Falz. Und oben kann sie nicht weg, weil oben wird sie gehalten. Und jetzt machen wir die Leiste dran da oben. So, ihr seht, es ist relativ einfach. Ich habe es jetzt nochmal verspannt, dass der Leim entsprechend trocknen kann, beziehungsweise dass es richtig verpresst wird. Im Übrigen seht ihr hier eine Schraubzwinge. Die hat ein bisschen Ähnlichkeit mit denen hier, mit den hellen, ne? Mit den weißen oder hellen, ja. Das ist übrigens ein Eigenbau, die verlinke ich euch mal oben. Da seht ihr mal, wie man sich sowas dann auch selber bauen kann. So, und zu guter Letzt habe ich mir noch eine French-Gliedleiste zurechtgesägt. Das ist einfach ein Stück MDF. Hier 45 Grad abgeschrägt. Die habe ich mir damals sogar als Meterware, habe ich mir die gesägt. Und ja, die schneide ich jetzt immer ab. Vom großen Strang oder vom großen Stück, immer dann, wenn ich für irgendeinen French-Gliedhalter irgendwas brauche. So, der French-Gliedhalter ist fertig. Ich zeige ihn euch nochmal. Das hier ist er. Und den hängen wir jetzt hier an die Wand. Oder wir hängen ihn etwas höher. So. Und der ist easy und einfach. Und jetzt hängen wir die Säge dazu rein. Von unten dran, zack, und schon hängt sie. So, ihr seht, mit einfachen Mitteln French-Gliedhalter gemacht. Ganz easy und einfach. Im Grunde aus Abfallstücken könnt ihr so einen French-Gliedhalter bauen für eure Tauchsäge. Ich finde, die ist halt immer im Griff. Und ihr könnt sie immer runternehmen und auch schnell wieder reinhängen, wenn ihr sie braucht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ich habe versprochen, dass es ein sehr kurzes Video gibt, weil es ein sehr einfacher French-Gliedhalter ist. Und ja, wenn er dir gefallen hat, wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich über ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Servus.